Wir sind die ausgeschaute Schule, wo der Beschluss gefasst worden ist, uns bis zum Jahre 2011 auslaufen zu lassen. Uns war erstmal wichtig, intern, die Integration von Migranten, was ja auch unsere Aufgabe war, in den Mittelpunkt zu stellen. Aber in unserer Außendarstellung werden wir das in Zukunft gar nicht mehr so tun. Wir haben im Augenblick die glückliche Situation, wie viele Schulen in freier Trägerschaft in Deutschland, dass wir eine unglaublich große Nachfrage haben. Wir haben ganz lange Wartelisten und sehr viel mehr Interessenten, als wir aufnehmen können. Die Täter sind Teenager oder jünger, die Opfer ihre Lehrer und Mitschüler. Prügelt gestern ein schulfremder 17-Jähriger einen Lehrer Krankenhaus. In vielen Klassen ist das Verhalten im Unterricht geprägt durch totale Ablehnung des Unterrichts. Dass der Beruf des Lehrers einer der wichtigsten Berufe ist, den eine Gesellschaft zu vergeben hat. Das Ergebnis nennt die Bundesregierung besorgniserregend. In kaum einem anderen Land wird so früh differenziert wie bei uns. Jetzt haben Wissenschaftler festgestellt, dass es noch andere gravierende Faktoren für ein Schulversagen gibt. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das Thema Integration in unserem Land zu lange auf die lange Bank geschoben. 1.191 auf 2.765. Wichtig, dass diejenigen, die bei uns ihre Chancen ergreifen wollen, auch die deutsche Sprache beherrschen. Doch Rüdli steht noch immer für gescheiterte Integrations- und Bildungspolitik und für Deutschlands schlimmste Schule. Also wir saßen oben beim unteren Schloss, saßen wir da, ich war mit zwei Freunden, da kamen halt so Skinheads vorbei, so 15 Leute so ungefähr, da haben sie so rumgeschrien, sie keil, das und das, da haben sie uns angeguckt, sagen jetzt zu uns, verpisst euch zurück in euer Land und so, ihr sollt schon längst vergast werden, guckt mal, was Hitler mit euren Vorfahren gemacht hat und so. Und da bin ich nicht ruhig geblieben, da habe ich einfach dagegen gewehrt. Dann habe ich mich mit eingeschlagen und dann sind halt auf mich alle draufgegangen. Wie viele waren das? So 15 bis 20. Kannst du mal kurz zeigen, was dabei passiert ist? Gut, ich mach Streiten. Ja, ich auch. Klar, wir haben 20 Streiten und keine Streitschlichter, schon klar. Ich würde die Fahrer gerne als Streitschlichter. Nee, die Frau Reut kann das doch machen. Was? Streitschlichter? Ja, die Streitschlichter. Wie siehst du nach deiner Streitung? Vater. Vater, komm. Vater, komm. Ach, gut, lesen. Nee, die Frau Reut kann das doch machen, ist doch besser. Sweet. Ja. Ich hab das sogar mit einem. Ja, der Nationalismus, also das finde ich an unserer Schule, das kommt schon häufiger zum Vorschein, keine Ahnung. So. Also vor 2 Jahren war es noch, deine Mutter ist eine Hure, das Allerschlimmste, was man einem Schüler sagen konnte. Und mittlerweile ist es dann, deine Mutter ist eine Kurdin. Ja, also dass da schon sehr nationalistisch untereinander dann auch ausgeteilt wird. Du bist Türke, du bist Libanese. Wobei mittlerweile haben wir jetzt die Tendenz zu, wir sind alle Moslems.
Also zu sagen, wenn es die deutsche Gesellschaft nicht will und die uns keine Chancen eröffnen kann und wenn wir in der nahöstlichen Welt einfach unsere Interessen politisch nicht durchsetzen können, so wird es ja definiert, dann müssen wir aber unser Selbstbewusstsein trotz allem herausstellen und Kinder, die hier in der dritten Generation leben, ihre Herkunftssprache kaum noch können, aus einer türkischen, arabischen oder arabischen Familie stammen, definieren sich plötzlich zu 150% als Araber oder als Türken. Und wir sind wer? Ne? Ist völlig unverständlich. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also auch in der Aufnahmegesellschaft, dass es Menschen nötig haben, sich in dritter Generation, die sind alle hier geboren, ja, nicht mit dem, Land, in dem sie wohnen, zu identifizieren in erster Linie, sondern mit einem Herkunftsland ihrer Großeltern. Ja, und da muss man fragen, wie kommt das? Haben wir nicht genug getan als Aufnahmegesellschaft, um das Selbstbewusstsein so zu stärken, dass man sich auch in der eigenen Betrachtung, in der subjektiven Sichtweise anders definiert? Als Tunesier oder als Deutscher? Ja, als Tunesier. Und ich glaube, als ich in der siebten war, da kamen so jeden Tag zu den so Nazis an der Schule vorbei. Haben halt immer so provoziert und alles. Da haben die auch, also da sind die Ausländer aus unserer Schule, da waren die auch nicht ruhig. Dann hat er zu denen gesagt, warum redest du so mit mir? Also der war so ein Freund von uns. Der konnte nicht richtig gut Deutsch, sagt er zu denen, ja, geh doch zurück in dein Land, wenn du nicht richtig gut Deutsch kannst. Da hat er zu denen gesagt, ich kann reden, wie ich will. Und dann hat er den halt getreten mit diesen Springerstiefeln oder was das sind. Dann haben wir alle so, haben wir den alle geholfen. Jetzt müsste aber jeder von euch nicht seinen Stuhl gesetzlos in einen Sitzkreis. Yeah. Nee, die wenigen. Wenige. Die meisten reden halt so Imbissdeutsch. Wie wirkt sich diese mangelnde Sprachkompetenz auf die Leistung und auch auf die späteren Chancen der Schüler aus? Das wirkt sich auf alle Fächer aus. Wenn ich einen Text nicht lesen kann und bekomme in Mathematik eine Textaufgabe, und da ist es eben sehr schwierig, dass Schüler dann oft Wörter, wo wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Sie lesen 3-4 Zeilen und dann brauchen sie eine ganze Stunde, um das, was jetzt in diesen 3-4 Zeilen steht, ja, herauszuarbeiten. Ich möchte bitten, dass ihr genau zuhört. Ich sage es einmal. Und dann sollt ihr das, was ich sage, umsetzen. Wenn ich, egal ob das jetzt türkische Familien sind oder ukrainische oder Aserbaidschaner und wo wir sie alle her haben, haben wir bei uns hier an der Schule 30 Nationen, darf man nicht vergessen. Und ja, wenn diese Familien dann noch nicht einmal Deutsch sprechen können und es ist egal, dann ist etwas falsch. Dann ist etwas falsch gemacht worden. So, und viele Eltern scheuen sich. Ja, also zum Beispiel eine türkische Mutter, die kaum die Sprache spricht, die geht nicht in die Schule. Die geht nicht zum Elternsprechtag, da wird die große Schwester geschickt oder der große Bruder. Ja, und das finde ich halt sehr schade, dass da so eine Annäherung manchmal kaum möglich ist oder dass da sehr viel Scheu ist oder Schule vielleicht auch in den Herkunftsländern wiederum einen anderen Charakter hat, mehr so eine Institution ist, ne, wo die Kinder hingehen, die dann da wieder eigens erzogen werden. Schule müsste mehr ein Bindeglied sein
Und das ist halt sehr schwierig, einfach weil die Schule so gemacht ist, wie sie halt ist. Also die Lehrer haben keine Zeit, mit Eltern zu Hause Kontakt aufzunehmen oder dass da mehr Zusammenarbeit gepflegt wird. Das sind alles Sachen, die einfach so wie das System jetzt ist, fällt das hinten runter. Da ist keine Zeit für da. Und aus meiner Sicht, was ich der Politik vorwerfe, ist, dass man die Familien hat einwandern lassen, aber man hat sich nicht richtig um sie gekümmert. Ich heiße Mustafa El-Koyashi, komme aus Marokko und gehe in die 8C. Hallo, ich bin Jelena Teric aus der 10B und komme aus Serbien-Montenegro. Mein Name ist Yamin Spaiti, ich bin in der Klasse 8A und komme aus Libanon. Ich bin Benita Krasnici, gehe in der 10C und ich komme aus Albanien. Aus Deutschland. Aus Tunesien. Aus Kroatien. Aus der Türkei. Die Medien haben so ein bestimmtes, mittlerweile so ein bisschen bestimmtes Klischee entwickelt, ne? Da geht es um Integration und Migration. Mal die Fakten mal sprechen lassen. Wie viele von uns sind, von unseren Migranten sind Deutsche? Ne? Die sind auf dem Papier, sind ja schon. Ja, hat die Migration, ist sie schon abgeschlossen, die sind ja angekommen. Worum es uns geht, ist, dass sie bei unseren Werten vielleicht noch nicht ganz angekommen sind. Und im Grunde ist das, was wir machen, Demokratieerziehung und Gewaltprävention. Ist das eigentlich das wirkliche Thema von Migration? Migration ist gar nicht das Thema. Es ist doch völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat. Oder mir ist sogar egal, was in seinem Pass steht, welche Staatsangehörigkeit er hat. Viel wichtiger ist doch, dass er nach diesen Regeln dieser Gesellschaft gewaltfrei lebt und demokratisch. Die Leute sind mir doch lieber. Mir ist doch lieber jemand, der von mir aus, was denn, irgendeine XY-Staatsangehörigkeit hat und der ist Demokrat und der ist gewaltfrei. Der ist mir doch lieber als einer, der Deutsch in seinem Pass stehen hat seit Generationen und der ja, weder demokratisch noch gewaltfrei ist. Die erziehen, alles dreht sich immer so nur um die Migranten. Das ist eine schöne kleine Minderheit, da kann man schön draufhauen von mir aus, da kann man auch schön was dran aufbauen. Aber im Grunde genommen sind die Migranten überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist demokratiefeindliche und gewaltfördernde Menschen. Es ist entstanden vor 3-4 Jahren beim Beginn des BLK-Projekts. Da lag die Elternarbeit da nieder, die Eltern haben vor sich hingewurschtelt, sag ich mal, die Lehrer haben vor sich hingewurschtelt, die Schüler auch. Und im Rahmen des Projekts haben wir dann erkannt, es ist eigentlich gut, wenn die Position zusammenkäme. Dann haben sich Eltern, Lehrer und Schüler gefunden und dann hat sich dieses Gremium zusammengesetzt und hat zunächst mal eine Bestandsaufnahme der schulischen Arbeit gemacht. Und hat dann im Rahmen des Projekts auch Ziele gesetzt. Sonst hole ich dir noch schnell ein.
ganz herzlich, ich sage dir nochmal extra Dank für diese Tischtennisplatte. Genau. Das ist eigentlich schon zu spät. Das konnte man der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin. Viel besser mit diesen Türen, die nicht automatisch schließen. In Gesamtschule Eiserfeld. Ja, genau. Dann funktioniert schon. Das ist auch bleibt weiterhin unser Klassenraum mit natürlich. Geschwindigkeit rausgenommen, also das ist ja nicht so, so eine Hektik, also es ist wirklich ein geschäftiges Treiben, aber konkret schon natürlich. Ja. Und dann haben wir jetzt gedacht, das machen wir jetzt zu Beginn des neuen Schuljahres. Allerdings stelle ich mir wieder fest, dass Schüler unserer Schule auch ihren Eltern sehr wohl vermitteln können, dass unter denen, die aus anderen Ländern und Kulturen kommen, unheimlich viele nette Schüler sind und es mischt sich eigentlich sehr schnell. Und für viele Eltern ist es dann auch ein Aha-Erlebnis, wenn plötzlich in der Familie jemand auftaucht, der einen ganz anderen kulturellen Background hat. Viele Eltern öffnen sich dann auch. Und für diese neue Erfahrung und man kann einfach Vorurteile am besten dadurch abbauen, dass man Menschen begegnet. Und diese Begegnung findet auch bei den Eltern statt, auch im Bereich der Zusammenarbeit. Bitte schön. Was Schule für die Integration tun kann, was Schule für eine Rolle spielen kann. So. Ja, als erstes würde ich sagen, die Lehrer. Sie müssen einem das Gefühl geben, dass die nicht ausgeschlossen werden und dass die wirklich integriert werden, die Migranten halt. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Und dann kommen diese Projekte halt, so wie die Streichsichter, wo jeder teilnehmen kann. Und bei der Streichsichtung kann ich auch noch sagen, da war eine Lehrerin, die arbeitet streng nach den Regeln, deswegen ist die sehr gefürchtet. Und die sagte schon, ihr wollt zu den Streichdichtern, habt ihr es euch überlegt? Und wir so, ja, wir haben es uns doppelt überlegt, einmal mit ihnen zu arbeiten und einmal halt sowas zu machen. Hat die gelacht und hat aber alles gut geklappt. Ja, okay, ich war am Anfang in der 5., 6., 7. und der 8. war es schon chaotisch, ein Chaot. Aber dann dachte ich, so geht's nicht weiter. Also ich habe als erst an der Streichsicherausbildung habe ich teilgenommen. Ich dachte, ja, als Ausländer, wenn man Arbeit sucht, denkt man bestimmt, ja, Ausländer, die machen viel Ärger. Also deswegen dachte ich, ja, damit das nicht so ankommt, damit ich Beleg dafür habe, dass ich ein soziales Verhalten habe, dachte ich, wäre das ganz sinnvoll und dann habe ich mich auch schon so irgendwie ganz geändert. Auch wer aus einer demokratischen Gesellschaft kommt, wird ja nicht als Demokrat geboren. Demokrat wird man durch Erziehung oder durch Vorbild. Da stellt man natürlich fest, wer aus einer Gesellschaft kommt, die nicht gerade so demokratisch ist wie unsere in der Bundesrepublik, der ist sehr begierig, etwas zu erfahren, wie sowas geht. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier in Deutschland Vorbild sind für Menschen, die aus anderen Gesellschaften kommen. Die möchten gerne Demokratie. Und hier lernen sie es halt. Und davon geht auch gerüttelt Maß an Faszination aus, denke ich. Für ein Kind in der 5. Klasse angeboten zu bekommen, etwas zu lernen, wovon die Eltern träumen. Weshalb die Eltern hierher gekommen sind. Und natürlich, diese Faszination geht in die Familien zurück. Wer gelernt hat, demokratisch zu agieren, erfolgreich demokratisch zu agieren, wird es natürlich in seinem Umfeld auch versuchen. Row your own boat, rudere dein eigenes Boot, du bestimmst dein Lebensboot, dein Lebensschiff selber.
Und damit erleben die Kinder auch Selbstwirksamkeit. Also sie erleben, dass sie in die Lage versetzt werden, ihre Probleme zu lösen und Erfolg dabei zu haben. Und wer einmal erlebt hat, dass er erfolgreich Probleme lösen kann, wird das immer wieder anwenden. Und darauf setzen wir einfach. Ja, ich wollte ja Abitur weitermachen und ich wollte eigentlich, wir haben einen Boxtrainer und der ist Oberhauptkommissar, der will auch unbedingt, dass wir so in seine Fußstapfen treten und er sagt, ja, ihr müsst das und das tun und für den gehobenen Dienst brauchen wir auch erstmal unsere Abitur und deswegen, wir haben schon ein Ziel. Dann hast du dir schon mal Gedanken gemacht über deine berufliche Zukunft? Also ich war jetzt beim BBZ, da haben sie zu mir gesagt, ich soll es mal ausprobieren mit Dings, mit Metallbau. Ja, probiere ich auch aus. Und wie sieht dann dieses Berufsbild konkret aus? Weißt du das schon im Metallbau, was du dann da machst? Nee, die also, BBZ hat mir, also wir haben so ein Buch, da steht ja von allen Berufen so, was man da so macht ja, an der Ausbildung. Beispiel dreijährige Ausbildung oder so. Dann haben sie gesagt, ich soll nur ein bisschen halt was tragen. Ist halt ein schwerer Beruf eigentlich. Also ich würde gern später mal Schiffsbauingenieur werden. Ich will später mal Architektin werden. Gern Maschinenbauingenieur oder irgendwie sowas mit Maschinen und Technik. Ich möchte später mal Komiker werden. Ja, oder mal Gedichte schreiben. Ich würde gern was mit Tieren machen oder irgendwas im Ausland oder so. Alles klappt, dann mache ich mein Abitur, hoffentlich mit einem 2,5er Schnitt oder so, dann bin ich zufrieden und würde am liebsten Englisch und Spanisch studieren und dann Fremdsprachenkorrespondent werden. Das wäre mein Traum. Also keine Ahnung, ich war vorher in einer Pflegefamilie gewesen und bin dann im Endeffekt hier aufs Internat gekommen, weil die umgezogen sind nach Niedersachsen. So. Dann hat sich das Jugendamt weiter darum gekümmert und hat mir das Internat hier gezeigt. Ich fand das recht sympathisch und bin dann halt hier gelandet sozusagen. Mein Bruder ist hier gerade nur zu Besuch, der kommt mich heute besuchen und der ist ja eigentlich gar nicht auf der Schule. Landerziehungsheim, das heißt der Erziehungsgedanke und die Persönlichkeitsbildung sind Teil unseres Programms. Wir sind nicht nur Wissensvermittler. Diese Grundidee, Lernen mit Kopf, Herz und Hand, spielt schon noch eine große Rolle bei uns. Unterschenkel, Oberschenkel, wir versuchen im Grunde die Idee zu verfolgen, dass unsere Kinder alles angeboten bekommen, was das Leben bietet. Sport, Musik, Literatur, Theater. Und jedes Kind findet für sich heraus, wo seine Welt ist. Ich war vorher auf einer staatlichen Schule gewesen. Ja. Und was würdest du sagen, also was ist dir als Unterschied aufgefallen? Ach Gott, natürlich erstmal so die Herausforderung. Ich war bisher vorher nur auf einer Realschule gewesen. Und
ansonsten auch so ein bisschen der Ansporn, der so von den Lehrern kommt. Also die sind nicht so, die Lehrer sind nicht alle so von wegen, ja, hier hast du ein paar Blätter, mach das mal, ne? Sondern die geben einem schon Unterstützung, manchmal auch so ein bisschen Halt irgendwie, was das betrifft, wo man dann auch sagt, ja, jetzt habe ich wieder Lust zu arbeiten und bin wieder motiviert. La berenjena es una verdura larga. ¿Ya? Bist du auch gerne auf dem Internat hier? Ja, ich wäre auf jeden Fall gern da gewesen. Also ich wäre am Ende auch noch gern da so irgendwie oder überhaupt Abi machen, egal wo, halt irgendwo das zu lernen, weil man spürt, wenn man so jung ist, man spürt so einen starken Drang, was zu lernen. Ich meine, ich habe mich in der Zeit mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe dann, was weiß ich, Zivildienst gemacht, irgendwelche Drogen genommen oder sowas. Aber ja, wir müssen schon zugeben, wir haben eine soziale Barriere vor der Schule. Schule kostet Schulgeld. Und das ist für, es gibt tatsächlich Eltern, die das nicht schaffen, das zu bezahlen. Andererseits reicht unsere Elternschaft von Eltern, die das mit leichter Hand bezahlen, weil sie sehr vermögend sind, bis zu Eltern, und das sind relativ viele, die jeden Euro dafür zusammenkratzen, die das als Investition in die Persönlichkeit ihres Kindes sehen. Dazwischen ist die Bandbreite. Licht aus. Also ich wünschte mir die Schule so, dass alle Beteiligten vernünftig damit umgehen. Alle. Die Kollegen, Kolleginnen mit den Schülern. Die Schüler müssten mal wieder Verhaltensregeln lernen, praktizieren. Ist ja teilweise weg. Die Eltern müssten sich um die Kinder kümmern. Wirklich kümmern. Und so sind viele Dinge zu erklären. Es gibt kein Ausländerproblem, es gibt ein Sozialisationsproblem. Wenn Sie sozial randständige deutsche Eltern haben, dann kriegen Sie auch hochaggressive Kinder raus. Und an ganz vielen Stellen, es gibt ganz viele Schulen, die haben ein massives Inländerproblem. Lara Benjamin, der Andi, das Gewinnerteam, harte Pause. Es geht um Verhalten. Es geht nicht um Nation und Haarfarbe. Es geht immer um Verhalten. Es gibt Verhaltensprobleme. Aber man muss auch fragen, woher die kommen. Klasse sind das schon viele. Die meisten also haben schon so rausgekriegt, als sie eine Klassenfahrt gemacht haben. Da haben die meisten so von Hartz IV was bekommen. Es waren schon viele, so sagen 10 Leute, fast die Hälfte von der Klasse. Ja. Meinst du auch, dass das eine Auswirkung darauf hat, was die Kinder dann später mal machen wollen, meinst du? Ja. Inwiefern? Ja, die Eltern sind ja Vorbild für die Kinder. Wenn die Eltern nichts machen, dann werden die Kinder auch nichts machen. Denken die sich, ich bekomme sowieso Geld, wie meine Eltern. Die brauchen nicht zu arbeiten, sitzen zu Hause rum. Dann bekommen die halt Geld. Hartz IV später, das war's. Das hört man so meistens. Dass nämlich bei PISA ja untersucht worden ist, was sind Faktoren, die entscheidend sind für Schulerfolg. Und da ist sehr viel über den Migrationshintergrund gesprochen worden.
Und man hat in der Interpretation das zunächst auf die Sprache fokussiert. Mit der Konsequenz, dass wir heute ja einen ganz starken Run auf mehr Sprachförderung für Migranten haben. Wenn Sie sich aber angucken, die Differenz in den PISA-Leistungen von Migranten zu Einheimischen liegt bei ungefähr 70 Punkten. Und wenn Sie sich angucken, das sind so anderthalb Schuljahre. Und wenn Sie sich angucken, die Differenz zwischen den unteren 25% nach Sozialschicht und oberen 25% nach Sozialschicht, dann beträgt die Differenz 111 Punkte. Damit wird sichtbar, dass die Sprache zwar ein bedeutsamer Faktor sein mag, aber dass der soziale Hintergrund der wesentlichere ist. Ich erteile Wirtschaftslehreunterricht in der Klasse 7. Und dann habe ich mal gefragt, ich sage, könnt ihr euch vorstellen, wie man Geld verdienen kann? Und dann war das schon sehr niederschmetternd, wenn man hört, von fast allen, man geht zum Sozialamt. Es war nicht eine Stimme dabei, die gesagt hat, ja, ich könnte Maurer werden, Geld verdienen und so weiter. Nein, wir gehen zum Sozialamt, dann kriegen wir es. Und da haben sehr viele Kinder mit zu tun. Man hat sich eingelebt. Unser Boss ist immer gleich schnell, gleich wieder an die Jalle kommt. Wer ist heute dran? Hallo, Simmet! Und das eines der PISA-Ergebnisse, die am schlimmsten sind, ist dieser dichte Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg. Dass eben Arbeiter- oder Unterschichtkinder selbst bei hervorragender Intelligenz in diesem Land kaum eine Chance haben, in höheres Schulsystem reinzukommen, weil sie eben nicht diese Förderung haben. Ich gebe zu, auch diese Schule ist Teil dieses Systems. Meine Eltern arbeiten beide bei der Sparkasse. Also die sind beide Lehrer von Beruf. Richterin und Rechtsanwalt. Mein Vater ist Sozialpädagoge. Meine Mutter leitet das Kreisjobcenter Marburg. Meine Mutter ist Chefin von einer Autowerkstatt und mein Vater arbeitet bei VW. Das ist einfach traditionell entstanden. Man muss in die Geschichte weit zurückgehen. Es gab eben früher ein sogenanntes höheres Schulwesen. Das ist entstanden aus den Lateinschulen und diente eigentlich dazu, den Priesternachwuchs auszubilden. Das ist schon über 1000 Jahre her. Und dann gab es die sogenannten deutschen Schulen, heute würde man sagen deutschen Schulen, die entstanden so aus dem Bedürfnis, den Handwerkern, den Kaufleuten das Notwendige für Buchführung, Briefwechsel und dergleichen beizubringen. Und das waren eben die einfachen Schulen und die sind nebeneinander entstanden, haben lange nebeneinander existiert und so hat sich aus dieser deutschen Schule die Volksschule entwickelt für die einfachen Leute und aus den höheren Schulen das Gymnasium, wie wir es kennen. Und das bedeutet, da waren ganz andere gesellschaftliche Situationen, als diese Schulen entstanden. Aber es ist offensichtlich so, dass es sehr schwierig ist, etwas, was einmal entstanden ist, abzuschaffen, vor allem wenn es für einen Teil der Bevölkerung Vorteile bietet. Und Sie können sich vorstellen, dass diejenigen, die aus besseren sozialen Verhältnissen kommen, nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder nun mit anderen, die Probleme haben, die langsamer lernen, die mehr Zuwendung brauchen, zusammen. Die Rolle der Familie hat sich geändert. Das, was man in der Soziologie als defekte Familie bezeichnet, ist heute eigentlich vorherrschend.
Und die Gesellschaft hat bis jetzt zu wenig auf diese Veränderung, Schule hat zu wenig auf diese Veränderung reagiert. Ein Riesenplus zum Beispiel von Ganztagsschule besteht allein schon darin, dass die nachmittags kein Fernsehen gucken. Mittlerweile ist das sogenannte dreigliedrige Schulsystem mit Sicherheit überholt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, in den Hauptschulen sammeln sich Schüler mit geringerem Leistungsvermögen, Leistungsniveau. Was ich sehr schwierig finde hier, dass sehr viele Schüler sich einfach zurückgesetzt fühlen und sagen, so, jetzt bin ich auf der Haupt. Das ist so die Endstation. Auch hier fragt man, ob man da nicht frühzeitig hätte so agieren können, dass diese Schüler oder dass eine Hauptschule eigentlich dann überflüssig wird. Wenn man PISA und TIMSS und andere Untersuchungen sieht, dann ist gerade bei uns in Deutschland leider der schulische Erfolg sehr wesentlich davon abhängig, aus welchen Familien man kommt. Und Familien mit Migrationshintergrund stehen da nicht gerade auf den ersten Plätzen. Und von daher finde ich die Diskussion, die wir im Moment haben, sehr schief, weil sie einerseits zu Recht dazu führt, Migrantenkindern Unterstützung zu gewähren, andererseits aber dazu führt, aus dem Blick zu verlieren, dass es viele deutsche Kinder gibt, die vergleichbar ungünstige Voraussetzungen haben. Und es führt auch dazu, dass man vernachlässigt, dass unter den Migrantenkindern ungefähr 2/3 bis 3/4 Unterschichthintergrund haben, unter den Deutschen etwa 1/3. Und dass die Hilfe durch Sprachförderung auch den Migrantenkindern nur begrenzt hilft, weil andere Bedingungen, über die wir gerade gesprochen haben, auch bei den Migrantenkindern sehr wirksam sind im Hintergrund. Das in Deutschland praktizierte Schulsystem mit dieser frühen Selektion ist staatlich organisierte Gewalt gegen Kinder. Es ist viel zu früh, sozial vollkommen ungerecht. Das ist Kindesmisshandlung. In diesem Alter maßen wir uns an zu entscheiden, du gehst auf ein Gymnasium, du wirst dann später mal Ärztin, Lehrerin, Rechtsanwältin und du gehst irgendwo zu Aldi die Regale anräumen. Würdest du denn sagen, dass du so Glück hattest, dass du jetzt auf so einer Schule hier wie dieser sein kannst? Stimmt, ja. Ich weiß es auch zu schätzen auf jeden Fall. Also es ist ziemlich viel Geld, was da drauf geht und ich bemühe mich auch, ja. Darf ich ab da ergänzen vielleicht, ja, so? Also ich habe natürlich was anderes erlebt, so wie er, natürlich aus der gleichen Familie. Also wenn ich es aus meiner Sicht sehe und mal erzählen möchte, fange ich damit an, dass vor 4 Jahren unser Vater Selbstmord begangen hat. Und dadurch, ja, meine Mutter war schon vorbelastet, so teilweise schizophren. Und ja, das hat uns dann die ganze Familie dann getrennt. Ich hatte eigentlich damals mir vorgenommen, in der 10. Klasse richtig ranzupowern. Aber dadurch, dass ich da einfach auch viel zu stark dann psychisch gefordert war, hatte ich keine Lust mehr. Ich habe Musik nur noch gehört im Unterricht. Ich war, was weiß ich, jenseits von na, gut und böse, wird man jetzt so salopp sagen. Ich war am Ende über 3,0, weit über 3,0. Und ich dachte, es wäre egal. Ich dachte, weil die Lehrerin hat gesagt, ja, das geht und so. Aber sie hatte im Endeffekt überhaupt keinen Peil. Und dann war ich quasi mit einem schlechten Realschulabschlusszeugnis rausgekickt vom ganzen Bildungssystem. Ich habe mir dann Hoffnung gemacht, vielleicht nochmal Abi zu machen. Habe dann erstes erfahren, dass das nicht mehr geht, wegen 3,0. Dann habe ich mir Hoffnung gemacht, so nach und nach wieder auf eine Fachoberschule zu gehen. Ging aber auch nicht wegen dem Schnitt. Dann habe ich mir wieder Hoffnung gemacht, eine Berufsfachschule zu gehen. Ging aber auch nicht wegen dem Schnitt, soweit ich weiß, die meisten. Dann habe ich mir, was weiß ich, wieder überlegt, sie wollen dich anscheinend nur in der Ausbildung. Eigentlich, so vom Grips her, könnte ich das Abi machen, habe aber durch diese total komische Bewertung damals, am total falschen Zeitpunkt, habe ich einfach mein Zeugnis gekriegt und anscheinend hat es auch gar keiner gemerkt. So. Ich glaube, die wussten überhaupt nichts über mich an der Schule. Es ist falsch, es ist viel zu früh. Ich sage mal ein Beispiel. Wir machen diese Aufnahmegespräche mit den Kindern, wenn die nach 3,5 Schuljahren etwa, dann entscheidet sich das ja schon in Deutschland. Viele von denen sind so klein, dass sie mit den Füßen, wenn die auf einem normalen Stuhl sitzen, dann nicht mehr auf den Boden kommen. Aber es gibt im Grunde keine verlässlichen Kriterien, um sagen zu können, wenn ein Kind die und die Leistung zeigt oder dieses Verhalten zeigt, dann passt es in die oder die Schule. Thank you.
Infrastruktur, alles verändert sich. Also im Stadtteil Geiswald, da sind auch schon Kindergärten und Gruppen geschlossen worden. Es sind sinkende Geburtenrate, dadurch gehen die Schülerzahlen zurück und perspektivisch wohl noch mehr. Wir haben im Augenblick die glückliche Situation, wie viele Schulen in freier Trägerschaft in Deutschland, dass wir eine unglaublich große Nachfrage haben. Wir haben ganz lange Wartelisten und sehr viel mehr Interessenten, als wir aufnehmen können. Und das Spannende wird nun sein zu sehen, was hat das für Auswirkungen auf das staatliche Schulwesen? Wir erleben ja, dass jetzt auch in den Grundschulen die Wahl der Schule freigegeben wird, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Also bisher haben wir die Einzugsbereiche, die Eltern müssen ihr Kind dahin schicken, wo sie wohnen. Das wird sich ändern, Eltern können wählen, da gibt es bestimmte Einschränkungen, aber immerhin, es wird eher ein Markt werden. Vor allem, wenn die Geburtenrate weiter diese Konsequenz hat, dass die Schülerzahlen zurückgehen. Ja, wir sind die ausgeschaute Schule, wo der Beschluss gefasst worden ist, uns bis zum Jahre 2011 auslaufen zu lassen. Weil trotz aller Probleme hier an der Schule, fand ich, waren und sind wir hier eigentlich immer ein Top-Kollegium gewesen, wo auch jeder den anderen unterstützt hat. Das finde ich schon toll. Ne? Aber die Albertus-Magnus-Hauptschule an sich, so wie sie ist, ich hätte mir gewünscht, wenn die Schule halt da ist, dass man einfach mehr Sachen macht, mehr Projekte, auch mal ein Schulfest, ja, und solche Sachen, damit die Schüler einfach einen anderen Zugang nochmal zu ihrer Schule bekommen und nicht denken, so, ich kann auf den Flur rotzen. Ne? Ich meine, jeder, der auf den Flur rotzt, spiegelt für mich halt auch die Einstellung der Schüler zu ihrer Schule wider. Ne? Das können wir beobachten in anderen Ländern, wo es das schon gibt. Also in England zum Beispiel hat man den Effekt festgestellt, dass die Veröffentlichung von solch sogenannten Ranglisten, wie haben die Schulen bei zentralen Examina abgeschnitten, so ähnlich wie bei uns dann bei PISA, VERA oder anderen Lernstandserhebungen, dass die Veröffentlichung dieser Listen über wenige Jahre dazu führt, dass die Immobilienpreise im Umfeld von erfolgreichen Schulen massiv ansteigen. Also ich bin ein ganz klarer Befürworter von diesem System. Wenn wir unsere Schülerschaft in eine Schule stecken wollten, die Gymnasiasten, die Realschüler und ich sage jetzt mal meine Schülerschaft, und die Schule soll jetzt Kenntnisse vermitteln, Fähigkeiten vermitteln, Fertigkeiten vermitteln, dann hätte unsere Schülerschaft keine Chance im Vergleich zu Gymnasiasten, die lesen können, die etwas verstehen und so weiter. Unsere Schüler müssten nur negative Erfolge haben. Wenn ich jetzt diese gesamten Schüler in einer Schule hätte, ich wäre als Lehrer total überfordert, sie zu unterrichten. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Das ist übrigens auch eine Erwartung, die ich den Eltern sage. Also bei den Aufnahmegesprächen. Wir nehmen ja nur Kinder nach dem Aufnahmegespräch mit Eltern, Kind zusammen. Wenn Ihr Kind auf der Bühne steht, haben Sie da zu sein. Fertig. No discussion. Ihr Kind ist stolz wie Oscar und das haben Papa und Mama zu sehen. Übrigens auch, wenn sie geschieden sind. Das gehört einfach dazu. Das ist emotionale Anerkennung. Das macht Kinder stark und stolz. Und das gibt Selbstbewusstsein, was sich auf andere Stellen überträgt. Wichtig dabei noch finde, also Leute, die sich nicht so ans System halten, ne? Gerade vielleicht auch bei dieser Schule und die ein bisschen Grips haben, die können sich viel besser, finde ich, teilweise eine Persönlichkeit rausbilden, weil die werden selbstständig. Also ich muss sagen, hier im Internat wird man zum Ja-Sager erzogen. Du musst alles akzeptieren, weil sonst kriegst du einen auf den Deckel. Ich muss sagen, ich habe mich diesem nie gebeugt. Es war mir immer egal gewesen, was ich hier mache, egal ob ich die Regeln breche oder nicht, weil ich finde, ich bin dazu berechtigt und ich werd mich nicht zum Ja-Sager erziehen lassen. Also es ist schon schwieriger geworden für die Kinder auch,
weil viele sich einfach auch selbst überlassen sind. Also mit einem Hauptschulabschluss Klasse 9 eine Ausbildungsstelle zu bekommen, das kann man haken, Punkt. Also viele Berufe haben einfach das Profil auch verändert. Der Kfz-Mechaniker, den gibt es nicht mehr, ja, weil heute wird mit dem Laptop die Fehlerdiagnose in der Werkstatt durchgeführt und wenigstens Schraubertätigkeiten ausgeführt. Das heißt, die ganzen Berufsprofile haben sich verändert und dementsprechend sind natürlich auch die schulischen Anforderungen gestiegen. Ne? Und das macht es heute, finde ich, für die Schüler wesentlich schwieriger auch, als es zu meiner Zeit war. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Unsere Abiturientenquote ist viel zu niedrig, übrigens auch mit Blick auf Globalisierung und Weiterentwicklung des Landes. In Finnland machen fast 80% eines Jahres Abitur, übrigens im Durchschnitt besser als unsere. Bei uns sind es knapp über 30%. Aber wir werden sehr viel mehr Abiturienten brauchen, auch zur Zukunftssicherung dieses Landes. Die Globalisierung ist unser tägliches Geschäft. Wir sind globalisiert. Wir haben Schüler von der ganzen Welt und müssen es dieser Tatsache einfach stellen. Nur, es nützt nichts, darüber zu lamentieren, sondern man muss es als Chance begreifen. Wenn die Welt schon zu uns kommt, dann haben wir doch auch die Chance, unsere Schüler für die Welt fit zu machen. Also wir nutzen es aus. Wenn ich eine Klasse habe, in der 11 Nationen vertreten sind, dann kann ich in Erdkunde über 11 Länder oder 11 Regionen dieser Welt problemlos sprechen und ich habe fachkundige Schüler vor Ort, die besser wissen, wie es in Thailand aussieht oder in Marokko oder Tunesien oder in einem Teil der Türkei oder auch in China. Und ich kann es nutzen. Wir globalisieren vor Ort. Unsere Schule ist der Globus. Und es ist absolut hirnrissig, Schüler auf diese kleine Welt Bundesrepublik nur vorbereiten zu wollen. Denn wie Sie wissen, hat das Unternehmen Deutschland künftig überhaupt nur noch eine Chance, wenn es Arbeitsplätze besetzen kann und auch Arbeitsplätze schafft, die auf einem sehr hohen Niveau im Dienstleistungsbereich in erster Linie angesiedelt sind. Dafür braucht man sehr gute Sprachkenntnisse, dafür braucht man logisches Denkvermögen und einige der Kulturtechniken, die dafür erforderlich sind. Integration könnte in diesem Sinne auch etwas enger definiert werden, dass man die Möglichkeiten, die Anlagen, sagen wir mal, die diese Kinder hier mitbringen, dass man die positiv nutzt. Ja, es ist leider so, dass die Sprache der Familien nur in ganz seltenen Fällen überhaupt gefördert wird und Berücksichtigung findet. Und wir dann nachher erwachsene Menschen haben, arabischer Herkunft, die Arabisch zwar noch sprechen können, aber nicht schreiben. Und dann hat man eine wichtige Chance vertan. Der Migration kann zur Folge haben, dass man in die Medien kommt, dass diese Arbeit gelobt wird, aber im Hinterkopf bestimmter gesellschaftlichen Schichten bleibt dann einfach, diese Schule ist eine Migrantenschule. Und zwar erstmal wichtig, intern, die Integration von Migranten, was ja auch unsere Aufgabe war, in den Mittelpunkt zu stellen. Aber in unserer Außendarstellung werden wir das in Zukunft gar nicht mehr so tun. Das ist einfach auch eine Sache, das müssen Schulen auch lernen, wie man sich als Schule verkauft. Das Groteske ist, dass man mit den vielen Erfolgen der Arbeit einfach nicht hausieren gehen darf. Weil bei Menschen, die das nicht durchblicken, eine ganz andere emotionale Besetzung auch da ist. Ne? Es würde ja bedeuten, dass man zugeben müsste, unsere Gesellschaft ist nicht chancengleich organisiert.
Das wissen wir aus der Soziologie seit 30, 40 Jahren. Aber das hat man verdrängen können. Jetzt ist es an den Migrantenkindern deutlich geworden und es ist einfacher, das Problem auf die Schiene zu schieben, als sich dem zu stellen, dass die Chance eines Arbeiterkindes heute ein Studium abzuschließen geringer ist, als es vor 30 Jahren war. Das ist politischer Zündstoff. Ich meine, auch das mit den Migranten ist politischer Zündstoff, klar. Aber Sie können sich vorstellen, dass es für Parteien, die Stimmen gewinnen wollen, nicht so einfach ist, zuzugeben, ihr, die ihr uns die meisten Stimmen geben könntet, werdet durch dieses Schulsystem nicht zureichend gefördert.